Ja, und damit darf ich dann auch schon eintreten in den Tagesordnungspunkt 1, in die Fragestunde der 8. Plenarsitzung. Wir beginnen aus der letzten Fragestunde mit der Frage 33 des Abgeordneten Frank Thilo Becher, SPD. Herr Becher, drücken Sie mal wunderbar, dann kann ich Ihnen auch das Wort erteilen. Sie haben das Wort. Schönen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung. Wie bewerten Sie den Streik am 6. Februar 2019 von über 350 Beschäftigten aus den Bereichen Aus-, Fort- und Weiterbildung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg am Standort Gießen? Das Wort hat die Ministerin für Wissenschaft und Kunst, Frau Kollegin Dorn. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Becher, die Landesregierung erachtet die Tarifautonomie als ein sehr hohes Gut. Die verfassungsrechtlich garantierte Autonomie der Tarifparteien von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gilt es daher zu respektieren. Bei dem von Ihnen genannten Streik handelt es sich um eine Angelegenheit, die zwischen den Tarifparteien zu klären ist. Beim letzten Tarifabschluss Ende des Jahres 2017 hatten Arbeitgeber und Gewerkschaft sich geeinigt, den Eingruppierungsvertrag zu überarbeiten. Gleichwohl beobachtet die Landesregierung sehr wohl die Auswirkungen von Arbeitsniederlegungen an Universitätskliniken, vor allem dann, wenn dadurch die Patientenversorgung beeinträchtigt wäre. Dies war bei dem von Ihnen genannten Streik am 6. Februar in Gießen jedoch nicht der Fall gewesen. Die Patientenversorgung war durchgängig sichergestellt. Die Auswirkungen waren wegen des Streikaufrufs der Lehrkräfte und Praxisanleiter letzten Endes, wenn überhaupt, auf einen geringen Unterrichtsausfall von wenigen Stunden beschränkt. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Eine Nachfrage stellt der Abgeordnete Schalauske. Bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Frage lautet, welche Maßnahmen will denn die Landesregierung zukünftig ergreifen, um den Pflegenotstand, um die Überlastung und die vielen Probleme, die die Beschäftigten am UKGM haben, die ja unter schwierigsten Bedingungen tagtäglich ihr Bestes geben, um eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Region zu gewährleisten und die das Recht und das Interesse haben, dass die Landesregierung ihre Situation da verbessert. Welche Vorstellungen hat da die Landesregierung? Frau Ministerin. Sehr geehrter Abgeordneter Schalauske, Sie haben vollkommen recht. Die Beschäftigten dort haben leisten eine sehr engagierte Arbeit unter wie im gesamten Gesundheitswesen durchaus anspruchsvollen Herausforderungen. Wir sind da auf verschiedener Ebene tätig. Zum einen geht es darum, und das ist ja schon in der letzten Legislaturperiode ein großes Thema gewesen, die Universitätskliniken insgesamt besser zu finanzieren. Die sind schlicht durch den Bundesgesetzgeber nicht entsprechend ausfinanziert für die besonderen Herausforderungen, die Universitätskliniken haben. Ansonsten gibt es ja das Zukunftspapier, was Sie kennen. Da haben wir uns ja genau auch auf die Frage der Ausbildungsgarantie, über die Frage von Ausgründungen beschäftigt, über die Frage der besseren Beschäftigung von Arbeitnehmern. Und das war genau sozusagen ein wichtiges Thema des Zukunftspapiers. Sehr herzlichen Dank, Frau Ministerin. Jetzt bin ich ein bisschen unsicher, wer zuerst war, Frau Dr. Sommer oder Herr Schalauske. Denn jetzt kann nur noch eigentlich eine weitere Frage gestellt werden, beziehungsweise der Fragesteller hätte noch eine. Ich habe es jetzt, wollen Sie sich untereinander einigen oder wer überlässt wem die Nachfrage? Ich konnte es in der Tat nicht genau sehen. Es war ziemlich zeitgleich. Frau Dr. Sommer, bitte, Sie haben das Wort. Jetzt drücken Sie wunderbar, dann sind Sie dran. Bitte. Ja, dann vielen Dank, Herr Rhein und Herr Schalauske. Frau Dorn, Sie haben gerade angesprochen das Zukunftspapier und vielleicht könnten Sie uns mal mitteilen, wie sich seit der Vereinbarung des Zukunftspapiers erstens die Überlastungsanzeigen, zweitens, wie sich die Schere zwischen Mitarbeiterzahlen und Gesamtpatienten entwickelt haben und ob Sie auch wissen oder uns etwas dazu sagen können, ob es stimmt, dass am Standort Gießen geplant wird, dass die Mitarbeiterzahl von ungefähr 80 auf 65 Mitarbeiter gekürzt werden soll und was Sie gedenken für die Patientenversorgung, für die Arbeitsplatzsicherung, für gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten dann zu tun. Frau Ministerin, bitte schön.
Frau Abgeordnete Sommer, das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, die Sie gerade gestellt haben, die innerhalb einer Fragestunde, einer mündlichen, schwer so zu beantworten ist. Sie haben ja am 23.08.2018 genau zu diesen Themen eine sehr umfangreiche Kleine Anfrage gestellt. Die wurde auch sehr umfangreich beantwortet. Wenn es da einen entsprechenden Bedarf einer Aktualisierung gibt, wäre mein Vorschlag, die leichteste Variante wäre, eine Kleine Anfrage entsprechend noch einmal zu stellen. Aber wir können mir auch gerne sagen, welche konkreten Punkte Sie haben, und ich schicke sie Ihnen schriftlich. Aber ich glaube, die leichtere Variante wäre sozusagen, mit einer Kleinen Anfrage die ganzen Zahlen noch einmal zu erfragen. Ansonsten ist das dort ja wirklich sehr umfangreich beantwortet worden. Zu einer Zusatzfrage darf ich das Wort erteilen, dem Abgeordneten Becher. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, vielleicht ist, ich hoffe, dass meine Frage so übersichtlich ist, dass eine Antwort möglich ist. Welche Maßnahmen sind denn seit dem Abschluss des Zukunftspapiers 2006 im Personalmanagement und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen umgesetzt worden? Und vielleicht wissen Sie auch, wie viele Kündigungen seit diesem Zukunftspapier ausgesprochen worden sind, das ja betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen ausschließt. Frau Ministerin. Herr Abgeordneter Becher, das Zukunftspapier ist ja entsprechend beschlossen worden. Es ist jetzt sozusagen das Wesentliche, dass die entsprechend umgesetzt werden, alle Maßnahmen. Mir ist nicht bekannt, dass ich hier an das Zukunftspapier, dass es, wenn Sie sagen, da wurde sich nicht dran gehalten, müssen wir einen Hinweis entsprechend geben. So hatte ich Sie gerade verstanden. Ansonsten müssen Sie Ihre Frage noch einmal konkretisieren. Aber mir ist nicht bekannt, dass die Frage des Zukunftspapiers und der Einigung dort, dass es dort Probleme gibt. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zur Frage 34, eine Frage der Abgeordneten Lena Arnold. Frau Kollegin, drücken Sie mal, dann sehe ich das, und Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, wie viele landwirtschaftliche Unternehmen erhielten 2018 Mittel aus dem Angebot zur Förderung von Investitionen zur Diversifizierung, mit der die Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen solcher Betriebe im ländlichen Raum unterstützt wird? Frau Staatsministerin Hinz antwortet bitte. Sie haben das. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Arnold, im Jahr 2018 wurden 11 landwirtschaftlichen Unternehmen Fördermittel zur Umsetzung von Vorhaben aus der Förderung von Investitionen zur Diversifizierung neu bewilligt. Insgesamt in dieser Förderperiode sind es 23 landwirtschaftliche Unternehmen, die entsprechende Auszahlungen erhielten. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Weitere Fragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zur Frage 35. Das Wort hat der Abgeordnete Markus Meißner, Fraktion der CDU, und er hat auch gedrückt. Bitte schön, Herr Meißner, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank, Herr Kollege Meißner. Bei mir hatte das Grün angezeigt, aber das Mikrofon funktioniert offensichtlich nicht. Das Standmikrofon, müssen wir nachschauen, was los ist. Aber ich glaube, Frau Ministerin hat die Frage verstanden und der Rest des Hauses auch. Frau Ministerin, Sie haben das Wort, bitte. Ja, Herr Abgeordneter Meißner, ich habe die Frage verstanden und sie lag mir auch schriftlich vor. Insofern hatte ich es jetzt ja einigermaßen einfach. Am 18. Januar 2018 entstanden durch Windwurf und Windbruch in den Wäldern von Hessen enorme Schäden. Nach ersten Schätzungen wurden von einem Schaden in Höhe von über 2 Millionen Festmeter Holz in den hessischen Wäldern ausgegangen, davon über 500.000 Festmeter im betreuten Körperschafts- und Privatwald. Das Umweltministerium hat umgehend nach Bekanntwerden des Ausmaßes der Schäden in den hessischen Wäldern reagiert und am 23. Februar 2018 die Sturmschadensrichtlinie Friederike erlassen. Die Soforthilfen dienen der raschen Aufarbeitung des Schadholzes und zur Räumung der Sturmwurfflächen. Die hessischen Privat- und Kommunalwaldbesitzerinnen und Kommunalwaldbesitzer werden mit 3 € pro aufgearbeitetem Festmeter Schadholz finanziell unterstützt. Die Mittel hierzu kommen aus der Walderhaltungsabgabe und können in einem unbürokratischen Verfahren noch bis zum 15. April 2019 beantragt werden.
Das Soforthilfeprogramm wurde insgesamt sehr gut angenommen und die Unterstützungsmaßnahme innerhalb und außerhalb Hessens hoch gelobt. Zum Stand 18. Februar 2019 wurden für private Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer Zuwendungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro bewilligt. Dies entspricht einer Schadholzmenge von 476.294 Erntefestmetern. Der Vollständigkeit halber wird zu der Fragestellung ergänzt, dass für den Kommunalwald Zuwendungen in Höhe von rund 930.000 Euro bewilligt wurden. Dies entspricht einer Schadholzmenge von 311.545 Erntefestmetern. Alles in allem sind es also 2,36 Millionen Euro, die ausgegeben wurden. Und Stichtag ist 15. April. Bis dahin können noch Anträge gestellt werden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Zusatzfragen sehe ich keine. Dann kommen wir zu Frage 36, Frage der Abgeordneten Schardt-Sauer, Freie Demokraten. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Ja, danke. Ich frage die Landesregierung, wie wird sich die in der Koalitionsvereinbarung angekündigte Überarbeitung der Prioritätenliste für die im Bundesverkehrswegeplan 2030 dargestellten Maßnahmen, etwa auf die geplante Ortsumgehung B8 Limburg-Lindnertshausen oder Brechen-Niederbrechen, auswirken? Das Wort hat zur Antwort der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen, Tarek Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Schardt-Sauer, im aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 hat sich der Anteil Hessens an den fest disponierten Projekten sowie denen des vordringlichen Bedarfs von 7% im BVWP 2003 auf 12% erhöht. Da der BVWP 2030 insgesamt deutlich mehr Volumen umfasst, ist das Projektvolumen sogar von 3,6 auf 8,2 Milliarden Euro gewachsen. Dies ist im Hinblick auf die Verkehrsbedeutung Hessens und die überdurchschnittliche Belastung seines Straßennetzes sehr erfreulich. Allerdings, um dies planerisch bewältigen zu können, hat das Land unter anderem die Ausgaben für die jährlichen Planungsmittel deutlich angehoben, plant für das Jahr 2019 68 Millionen Euro ein. Zum Vergleich, im Jahr 2013 wurden lediglich 41,6 Millionen Euro an Planungsmitteln verausgabt. Bei der Bearbeitung der Projekte aus dem Bundesverkehrswegeplan, der eine Laufzeit bis zum Jahr 2030 hat, müssen angesichts der Summe der Projekte naturgemäß Prioritäten gesetzt werden. In einem ersten Schritt sollen bis zum Jahr 2021 deshalb die aus verkehrlichen Gesichtspunkten dringendsten und planerisch am weitesten fortgeschrittenen Projekte prioritär bearbeitet werden. Zudem ist insbesondere der stark gestiegene Sanierungs- und Erhaltungsbedarf zu berücksichtigen. Hier sind in erster Linie die Autobahnbrücken und großen Autobahnkreuze in der Rhein-Main-Region zu nennen. Die B8-Ortsumgehungen Lindenholzhausen und Niederbrechen gehören bislang aufgrund ihres Planungsstandes nicht zum Kontingent der bis 2021 prioritär zu behandelnden Bedarfsplanprojekte. Zum 01.01.2021 gehen die Planung und der Bau von Bundesautobahnen von den Ländern auf die bundeseigene Autobahn GmbH über. Die Überarbeitung der bisherigen Prioritätenliste für die Planung vordringlicher Bundesfernstraßenprojekte kann danach unter Berücksichtigung der dann vorhandenen Ressourcen und der organisatorischen Neuausrichtung von Hessen Mobil erfolgen. Entscheidungen über konkrete Planungsbedingungen weiterer Bundesstraßenmaßnahmen können somit erst ab dem Jahr 2021 getroffen werden. Dies betrifft auch die beiden von Ihnen angesprochenen Umgehungsstraßenprojekte. Und genau so steht es auch im Koalitionsvertrag. Herzlichen Dank. Zu einer Zusatzfrage hat sich gemeldet die Kollegin Schardt-Sauer. Bitte schön. Es ist ja alles ganz schön und gut, dass es für Hessen mehr Mittel gibt. Und im Koalitionsvertrag ist es halt nicht sehr konkret. Deshalb die Nachfrage und für die Menschen die Auskunft, wann konkret werden die Arbeiten an den Ortsumgehungen fortgesetzt? Ich habe ja zwei konkrete, greifbare Beispiele genannt. Herr Minister. Frau Abgeordnete, und ich habe Ihnen gesagt, was im Koalitionsvertrag steht, dass wir nämlich ab dem Jahr 2021 die Prioritätenliste überarbeiten, weil erst dann die Autobahnen auf die bundeseigene Autobahn GmbH übergehen und danach klar ist, wie viel Personal, Planungskapazitäten und anderes bei Hessen Mobil in der Neuausrichtung, muss ja Hessen Mobil dann neu organisieren, wenn die Autobahnen rausgehen, vorhanden ist.
Eine weitere Nachfrage hat der Kollege Eckert, SPD-Fraktion. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Herr Minister, da also bis 2021 bei Ihnen niemand beginnt, weitere Planungen vorzunehmen, wird die Landesregierung es denn dann ermöglichen, wenn Kommunen selbstständig Planungen beginnen möchten, Planungen beauftragen möchten auf eigene Kosten, werden Sie das erlauben und genehmigen, damit nicht alle darauf warten, bis Sie ab 2021 endlich diese Überarbeitung vornehmen? Herr Minister, Moment. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, das Problem ist, es ist ja nicht so, dass Kommunen einfach irgendwas planen können. Es handelt sich an dieser Stelle um Bundesstraßen. Das heißt, es muss dann gemeinsam, unter anderem auch beim Bundesverkehrsministerium, das ist ja der Baulastträger, dafür gesorgt werden, dass solche Planungen richtlinienkonform erfolgen, dass der Bund am Ende seine Zustimmung gibt. Es bleibt ja weiterhin eine Bundesstraße. Und dementsprechend ist klar, dass am Ende, auch wenn andere planen würden, bei Hessen Mobil ein großer Betreuungs- und Bearbeitungsaufwand entsteht. Und deswegen sind dem enge Grenzen gesetzt. Nochmal, das ist wie bei Ihnen zu Hause, wenn Sie viele Aufgaben haben und fangen an, in allen Zimmern gleichzeitig aufzuräumen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das schnell machen, vergleichsweise gering. Deswegen machen wir eins nach dem anderen. Herzlichen Dank, Herr Minister. Die nächste Zusatzfrage, die letzte neben der Fragestellerin, die noch eine hätte, ist der Kollege Gagel von der Fraktion der AfD. Herr Gagel, drücken Sie mal auf Ihr Knöpfchen, dass ich Sie sehe. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Herr Minister, ich hätte auch noch eine Frage bezogen auf die Frage der Kollegin Schardt-Sauer, ob dieses, was Sie ausgeführt haben, auch sinngemäß für die B8-Ortsumgehung Waldems-Esch im Rheingau-Taunus-Kreis gilt. Herr Minister. Herr Abgeordneter, wir sind nach einer sehr klaren Prioritätenliste vorgegangen. Und die bedeutet, wir arbeiten, wir planen an den Umgehungsstraßen weiter, in denen es schon planerische Vorarbeiten gibt, die weit vorangeschritten sind. Und dementsprechend ist klar, dass man an diesen weiterarbeitet, unter anderem deshalb, damit die dortigen Planungen nicht ihren Wert verlieren. Wenn Sie beispielsweise ein Naturschutzgutachten machen und dann passiert 5-6 Jahre nichts, können Sie ziemlich sicher sein, manchmal sind es 7-8 Jahre, dass am Ende eine Klage eine relativ große Wahrscheinlichkeit auf Erfolg hat, weil das Gericht dann sagt, dass nicht sichergestellt ist, dass die Planungen noch aktuell sind. Deswegen macht es Sinn, an den Umgehungsstraßen weiter zu planen, an denen es schon Vorplanungen, Vorarbeiten gibt, die weit vorangeschritten sind und an anderen nicht, weil man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich will Ihnen jetzt nichts Falsches sagen, aber ehrlich gesagt, wir haben auch unsere Prioritätenliste im Internet veröffentlicht, da können Sie nachschauen. Wir haben über 100 des Verkehrswegeplans. Es tut mir jetzt leid, dass ich sozusagen nicht jede einzelne Ortsumgehung im Kopf habe bei der Frage, ob sie da drin ist oder nicht. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Ah, doch, Frau Kollegin Schardt-Sauer, bitte schön, Sie dürfen noch. Bitte schön. Ja, Strom war schon weg. Ja, sehr geehrter Herr Minister, noch mal zur Klarstellung, nicht, dass da Missverständnisse anknüpfen an das, was Herr Eckert, Kollege Eckert noch mal nachgefragt hatte. Also die Landesregierung ist so zu verstehen, dass ungeachtet dessen, dass man schon Prioritätenliste, das haben wir ja alles schon mal gehört, aber es gibt jetzt 2021 erst einmal eine grundsätzliche Überarbeitung der Prioritätenliste. Und dann reden wir darüber, wie wir die Prioritäten abarbeiten. Ist das korrekt vom Verständnis? Herr Minister. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, Sie beziehen sich ja auf die Koalitionsvereinbarung. Deswegen erlaube ich mal, Sie hier wörtlich vorzutragen. Die Koalitionsvereinbarung, Zeile 6551, geht das los. Für die im Bundesverkehrswegeplan 2030 dargestellten Maßnahmen der Kategorien vordringlicher Bedarf, Engpassbeseitigung und vordringlicher Bedarf werden wir möglichst zeitnah die Planung und Umsetzung unter Berücksichtigung vorhandener Prioritäten beginnen. Dazu gehört eine
Überarbeitung der bisherigen Prioritätenlisten unter Berücksichtigung der bei Hessen Mobil ab 2021 nach Übergang der Bundesautobahnen auf die IGA vorhandenen zusätzlichen Planungskapazitäten. Das ist eigentlich leicht verständlich. Herzlichen Dank, Herr Minister. Damit kommen wir zu Frage 37. Und ich darf dem Kollegen Karl-Hermann Bolldorf für die Fraktion der AfD das Wort erteilen. Herr Kollege, drücken Sie mal auf Ihr Knöpfchen, dann sehe ich das. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, mit welchen Maßnahmen fördert sie den Ausbau der Telemedizin und anderer digitaler medizinischer Versorgungsformen im ländlichen Raum? Es antwortet der Minister für Soziales und Integration, Kai Klose. Sie haben das Wort. Herr Abgeordneter Bolldorf, die Hessische Landesregierung fördert die Umsetzung nachhaltiger intra- und intersektoraler Innovationsprojekte in Telemedizin und E-Health. Das versorgungspolitische Ziel dieses Förderprogramms ist es, für alle Patientinnen und Patienten in Hessen eine flächendeckende und gut erreichbare, bedarfsgerechte medizinische Versorgung auf hohem Niveau mittels neuer Technologien sicherzustellen. Zur Bündelung der hessischen Initiativen hat die Landesregierung gemeinsam mit der Technischen Hochschule Mittelhessen und der Justus-Liebig-Universität Gießen das Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health Hessen eingerichtet. Es berät alle Partner im Gesundheitswesen in Fragen der Digitalisierung und unterstützt die Verbesserung der sektorenübergreifenden elektronischen Kommunikation sowie die Implementierung und Ausgestaltung neuer und bedarfsgerechter Versorgungsformen mit Hilfe telemedizinischer und E-Health-Lösungen. Zusatzfrage, Herr Bolldorf, bitte schön. Ich habe noch eine Zusatzfrage, Herr Minister. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, ob und inwieweit Städte, Gemeinden und Landkreise eigeninitiativ die Telemedizin in ihre ärztliche Versorgungsstruktur einbauen, und findet hierüber ein Austausch statt? Herr Minister, Sie haben das Wort. Ist an. Sorry. Wir sind natürlich auch in diesen Fragen mit den Landkreisen und kreisfreien Städten ja insbesondere im Gespräch. Die Bündelung am Kompetenzzentrum ist aus meiner Sicht durchaus noch ausbaufähig. Von daher, ich kann Ihnen jetzt nicht Stellung nehmen zu einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten, aber insgesamt sind wir auf einem ganz guten Weg, was sich ja auch jährlich an unserem E-Health-Tag zeigt, wo die Teilnehmerzahl auch in jedem Jahr steigt. Herzlichen Dank. Zusatzfragen, Herr Bolldorf, Sie haben noch eine. Bitte schön. Eine Frage, Herr Minister. Lassen sich bereits erste Schlüsse bzw. Auswirkungen aus dem vom Land Hessen geförderten Projekt Telemedizin im Rettungsdienst Mittelhessen der Landkreise Marburg-Biedenkopf und Gießen auf die rettungsdienstliche Arbeit in ländlichen Regionen ziehen? Herr Minister. Diese Schlüsse kann ich hier jetzt nicht ziehen. Ich kann mich aber gerne im Haus noch mal erkundigen, ob darüber Erkenntnisse vorliegen, und Ihnen das dann gerne nachreichen. Herzlichen Dank. Zusatzfragen sehe ich keine. Damit kommen wir zur Frage 38 der Abgeordneten Elisabeth Kuhler, Fraktion DIE LINKE. Frau Kuhler, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wie viele der 700 ausgeschriebenen Stellen für Schulsozialarbeit sind Vollzeit, Teilzeit oder noch gar nicht besetzt? Herr Kultusminister. Frau Abgeordnete Kuhler, ich gehe zunächst davon aus, dass Sie keine Stellen für Schulsozialarbeit im technischen Sinne meinen, denn über solche verfügt das Land nicht, sondern dass Sie unsere Stellen zur unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte mit Ihrer Fragestellung meinen. Ich möchte nur noch einmal zur Abgrenzung darauf hinweisen, dass diese sich kategorial von denen der Schulsozialarbeit unterscheiden, weil diese sogenannten UBUS-Stellen zum Beispiel nicht auf dem Sozialgesetzbuch 8, sondern auf dem Hessischen Schulgesetz und dem dazugehörigen Erlass fußen, weil sie nicht bei den Trägern der Jugendhilfe verortet sind, wie die Schulsozialarbeit, sondern Kooperationspartner der Schulen sind, und weil sie auch inhaltlich nicht nach dem Sozialgesetzbuch ausgerichtet sind, sondern Kinder und Jugendliche genuin beim Lernen unterstützen und deshalb im Unterricht mitarbeiten und mitwirken, was normalerweise nicht der Inhalt des Anforderungsprofils für Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter ist. Unter dieser Prämisse, wenn ich also richtig vermute, dass Sie auf diese Kräfte zielen, kann ich Ihre Frage wie folgt
folgt beantworten. Stellen zur unterrichtsbegleitenden Unterstützung durch sozialpädagogische Fachkräfte, also die sogenannten UBUS-Stellen, sollen erstmalig hessische Lehrerinnen und Lehrer neben dem Bildungs- auch beim Erziehungsauftrag unterstützen. Dies stellt eine der größten Investitionen in die hessische Bildungslandschaft dar und hierdurch entlasten wir unsere Lehrkräfte bei Tätigkeiten, die zusätzlich zum alltäglichen Schulunterricht anfallen. Diese Stellen, 700 insgesamt, wurden den Schulen mit einem Umfang von 0,25 bis zu 1,5 Stellen je Schule zugewiesen. Zum 21. Januar 2019 waren von den 400 zugewiesenen Stellen an Grundschulen 351 besetzt, von den 300 zugewiesenen Stellen an den weiterführenden Schulen 126. 834 Grundschulen und 548 weiterführende Schulen profitieren insgesamt von der Zuweisung der UBUS-Stellen. 138 Ausschreibungen im Grundschulbereich und 242 im Förderschulbereich befinden sich noch oder wieder im Verfahren. Bei 33 Stellen im Grundschulbereich und 65 im Förderschulbereich ist eine Neuausschreibung geplant. Herzlichen Dank, Herr Professor Lorz. Zu einer weiteren Zusatzfrage hat sich gemeldet die Kollegin Hartmann. Jetzt drücken Sie mal, dann habe ich Sie. Bitte schön. Gibt es eine Statistik über die jeweilige Qualifikation und die Besoldung der UBUS-Kräfte? Herr Minister. Frau Abgeordnete, eine solche habe ich jetzt nicht vorliegen, aber selbstverständlich wird die Qualifikation bei jeder Einstellung individuell geprüft und abgefragt und die Besoldungsentscheidung auch entsprechend getroffen. Das ist aber eine Aufgabe, die unsere staatlichen Schulämter vor Ort wahrnehmen. Ich sehe keine weiteren. Da, Frau Kuhler, Kollegin Kuhler, so, Sie müssten drücken, dann kann ich Ihnen das freischalten. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Antwort. Mich würde aber dennoch mal interessieren, warum, also was die Landesregierung denkt, warum die, was die Gründe sind, dass die Stellen bisher nicht in diesem Umfang, wie sie ausgeschrieben waren, auch besetzt werden konnten. Herr Minister. Frau Abgeordnete, das ist bis zu einem gewissen Grade einfach die normale Fluktuation bei der Besetzung solcher Stellen. Das heißt, insbesondere durch die Absage von Bewerberinnen und Bewerbern nach der Auswahlentscheidung kommt es regelmäßig zu der Situation, dass Stellen neu ausgeschrieben werden müssen, sodass sich die Besetzung der Stelle verzögert. Das trifft natürlich insbesondere bei Stellen zu, auf die sich nur eine sozialpädagogische Fachkraft beworben hat. Wenn die dann absagt, dann muss man das ganze Verfahren quasi von vorne beginnen. Und natürlich kommt es auch vorübergehend zu nicht besetzten Stellen, etwa durch Kündigungen und daraus folgende Neubesetzungen der Stellen. Kündigungen erfolgen typischerweise durch Fachkräfte, deren Erwartungen nicht mit den Herausforderungen an der Schule übereinstimmen. Ich denke, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass einfach die Anforderungsprofile an diese Stellen, weil es sowas früher nie gab, weil das komplett neu ist, dass da natürlich auch manche Bewerberinnen und Bewerber vielleicht noch nicht mit den zutreffenden Vorstellungen herangehen, was sie dort erwartet, dass sich das erst in der Praxis herauskristallisiert, weil es eben noch keine Erfahrungswerte gibt, dass man einfach Kolleginnen und Kollegen fragen kann, die das früher schon gemacht haben. Das ist aber jetzt offen gestanden nur eine Vermutung, denn wir erheben sozusagen keine systematische Befragung derjenigen Kräfte, die dann quasi wieder Kündigungen oder noch nach der Auswahlentscheidung absagen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Kuhl. Ich glaube, Sie hatten schon zwei Zusatzfragen. Nee, hatten Sie noch nicht? Alles klar. Entschuldigen Sie bitte, dann haben Sie selbstverständlich das Wort. Bitte. Ja, vielen Dank. Dann hätte ich noch die Nachfrage, ob die Landesregierung plant oder was die Landesregierung plant, um die Bewerberinnen und Bewerber auf diese Stellen besser darauf vorzubereiten oder allgemein bessere Voraussetzungen zu schaffen, dass die Menschen nicht in die Lage gebracht werden, kündigen zu müssen oder diese Stellen wieder abzusagen. Herr Minister Professor Lorz. Frau Abgeordnete, ich gehe zunächst davon aus, dass Sie gesagt haben, wenn sich das quasi gerüttelt hat, wenn die Schulen genau wissen, was sie jetzt mit diesen Kräften machen, wenn sich unter den Kräften auch herumgesprochen hat, was genau die Anforderungen sind, dass sich das dann automatisch normalisieren wird. Wie gesagt, wenn Sie halt eine gewisse Stellengruppe oder ein gewisses Jobprofil völlig neu einführen, dass dann auf beiden Seiten sozusagen noch keine absolute Sicherheit von Anfang an vorhanden ist, wie das auszufüllen ist, ist, glaube ich, normal. Diese Fachkräfte werden eingewiesen und auch wir sammeln dann natürlich Erfahrungen, was diese Einweisungen anbetrifft. Und auch wir arbeiten daran, das weiter zu optimieren, um eben auch diese Kräfte möglichst gut auf ihren Einsatz vorzubereiten. Aber das ist ein Prozess, der jetzt im Prinzip im Gange ist, seit eben diese Stellen auf dem Markt sind. Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine haben wir noch und das ist der Kollege Degen. Bitte schön, Herr Degen, Sie haben das Wort. Herr Kultusminister, können Sie beziffern, wie viele Stellen lediglich über einen Stellenanteil von 0,25 verfügen?
Herr Minister. Also das trifft typischerweise für die beruflichen Schulen zu, Herr Abgeordneter Degen, weil wir im Bereich der beruflichen Schulen, anders als in den anderen Schulformen, wo wir eine gewisse Staffelung vorgenommen haben, je nach Größe der Schule, je etwa nach Anzahl der inklusiv beschulten Schülerinnen und Schüler, da das bei den beruflichen Schulen diese Parameter alle schwerer zu greifen sind, haben wir die beruflichen Schulen pauschal mit einer Zuweisung von 0,25 Stellen je Schule versorgt. Herzlichen Dank. Ich rufe auf die Frage 39, Kollegin Lisa Gnadl. Sie haben das Wort. Vielen Dank. Ich frage die Landesregierung, zu welchem Ergebnis ist sie im Rahmen ihrer rechtlichen Prüfung gekommen, um Frauen in einer Schwangerschaftskonfliktsituation einen unbedrängten, diskriminierungsfreien und unbeeinflussten Zugang zu Beratungsstellen, beratenden Ärztinnen und Ärzten sowie Institutionen zu ermöglichen? Herr Staatsminister Beuth. Frau Abgeordnete Gnadl, zu der aufgeworfenen Fragestellung hatte ich bereits vorletzte Woche im Innenausschuss ausführlich im Zusammenhang mit dem dringlichen Berichtsantrag der Fraktion der Freien Demokraten Stellung genommen. Die Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Es ist auch zweifellos ein nicht einfaches juristisches Feld. Eine aktive Ansprache durch unbekannte Dritte auf der Straße auf eine bestehende Schwangerschaft oder eine Schwangerschaftskonfliktsituation stellt einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Frauen dar. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht der betroffenen Frauen kann jedoch durch kollidierende Grundrechte Dritter beschränkt sein, so zum Beispiel durch die Meinungsfreiheit sowie auch die Versammlungs- oder Religionsfreiheit. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass jedenfalls allgemein gehaltene Formen des Protests und der Meinungskundgabe gegen Schwangerschaftsabbrüche auch weiterhin und zumindest in der Nähe der betreffenden Orte möglich sein müssen. Eine etwaige Ausweisung von Schutzzonen bzw. Bannmeilen um Beratungsstellen würde wiederum einen Eingriff in die verfassungsrechtlich garantierte Versammlungsfreiheit aus Artikel 8 darstellen. Unabhängig davon ist es bereits jetzt Aufgabe der zuständigen Behörden, durch Anordnung entsprechender Auflagen, die unter anderem ein aktives Ansprechen und Bedrängen ratsuchender Personen untersagen, den widerstreitenden Interessen der Beteiligten Rechnung zu tragen. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass bereits hierdurch ein sachgerechter Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen gefunden werden kann bzw. konkret auch gefunden werden konnte. Die Landesregierung prüft weiter, inwieweit ein Schutz der Persönlichkeitsrechte Betroffener besser werden kann, gegebenenfalls auch im Rahmen eines Versammlungsfreiheitsgesetzes. Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine Zusatzfrage, Kollegin Gnadl. Könnten Sie noch einmal etwas zum Zeitplan für das weitere Vorgehen sagen? Wann mit einem entsprechenden Gesetzesänderung zu einem Versammlungsgesetz dann zu rechnen wäre? Herr Minister. Nach Abschluss unserer Prüfung werden wir dem Hessischen Landtag ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Gibt es eine letzte Zusatzfrage der Kollegin Gnadl? Bitte schön. Vielleicht können Sie noch einmal erläutern, welche entsprechenden versammlungsrechtlichen Auflagen und wo entsprechende versammlungsrechtliche Auflagen seitens örtlicher Behörden denn jetzt bereits durchgeführt werden. Herr Minister. Also ich hatte das Fallbeispiel aus Frankfurt, wenn ich es recht in Erinnerung habe, im Innenausschuss bereits genannt. Da muss ich jetzt mal die Frau Kollegin Schad angucken, die die Fragen damals für die FDP dort gestellt hat. Und dort ist ein sachgerechter Ausgleich ganz offensichtlich gefunden worden, das insbesondere darauf Rücksicht nimmt, dass eben die betroffenen Frauen nicht angesprochen, nicht bedrängt werden können, bedrängt werden dürfen und dass auch sozusagen ein gewisser Korridor entsprechend zu schaffen war. So habe ich es jetzt in Erinnerung. Wie gesagt, nach meiner Erinnerung war es so, dass wir in Frankfurt dort bereits einen entsprechenden Ausgleich gefunden haben. So habe ich es, meine ich, im Innenausschuss berichtet. Herr Kollege Dr. Wilken. Ja, danke, Herr Präsident. Herr Innenminister, da Sie nicht in der Lage waren, gerade einen Termin zu nennen, wann wir denn mit einer Gesetzesvorlage rechnen dürfen,
darf ich nachfragen, seit wann Ihnen denn das Problem bewusst ist und wann Sie mit der Prüfung das Problem zu lösen begonnen haben? Herr Minister. Herr Abgeordneter Wilken, wir haben ja schon im vergangenen Jahr einen Koalitionsvertrag verhandelt, wo es auch unter anderem um diese Frage ging. Die ist dort festgelegt worden. Und selbstverständlich hat die Prüfung oder wird seitdem geprüft, wie wir eine entsprechende Lösung für die Problematik, die am Ende auch rechtsverbindlich ist und verfassungsgemäß halten wird, wie wir das hinbekommen. Es ist juristisch ein sehr schweres Feld. Das habe ich Ihnen versucht deutlich zu machen, weil es auf der einen Seite die Persönlichkeitsrechte von Frauen in einer besonderen Form betrifft, auf der anderen Seite aber Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit eben auch Rechte sind, die verfassungsmäßig verankert sind. Und darüber einen Ausgleich zu finden, ist in einer gesetzlichen Form oder in einer behördlichen generellen Anordnung sehr schwierig zu lösen. Wie das individuell sozusagen für bestimmte Bereiche gemacht wurde, habe ich Ihnen gerade erläutert. Das zuständige Ordnungsamt der Stadt Frankfurt hat dort, so ist mir berichtet worden, einen vernünftigen Ausgleich gefunden. Herzlichen Dank, Herr Minister. Letzte mögliche Zusatzfrage hat der Kollege Pürsün von der Fraktion Die Freien Demokraten. Bitte schön. Kollege Pürsün, das Mikrofon da drüben, oder Sie leihen sich ein, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Ja. So, jetzt. Dankeschön. Herr Minister, eine Mehrheit in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung ist nicht der Auffassung, dass in Frankfurt ein vernünftiger Ausgleich gefunden wurde. Sind Ihre Ausführungen so zu verstehen, dass in den mindestens letzten 12 Monaten, wo das Problem in Frankfurt besteht, die Landesregierung keine rechtliche Prüfung dieser Frage vorgenommen hat? Herr Minister. Herr Abgeordneter, ich habe gerade eben dem Hessischen Landtag anderes berichtet, dass wir seit dem vergangenen Dezember hier überlegen, seitdem wir sozusagen das in der Koalitionsvereinbarung auch festgelegt haben und dann spätestens mit Bildung der Regierung sind wir dabei, einen entsprechenden rechtlichen Rahmen zu schaffen bzw. ihn zu prüfen, wie wir ihn schaffen können. Das, was ich Ihnen berichtet habe, ansonsten ist das, was mir berichtet wurde, dass es versucht wurde, dann schränke ich das soweit ein, dass es in der Stadt Frankfurt einen vernünftigen Ausgleich der Interessen gibt. Das ist das, was ich im Moment sozusagen berichten kann, was auf Basis der bisherigen rechtlichen Regelung durch das zuständige Ordnungsamt uns zumindest vermittelt worden ist. Herzlichen Dank, Herr Minister. Nächste Frage ist die Frage 40 der Kollegin Alex. Wer übernimmt für Frau Alex? Bitte schön. So, jetzt drücken Sie noch einmal. Ich frage die Landesregierung, was versteht sie unter Flexibilisierung der Zuverdienstmöglichkeiten von Seniorinnen und Senioren? Herzlichen Dank. Es antwortet der Sozialminister Kai Klose. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Geis, ein möglichst reibungsloser und flexibler Übergang zwischen Erwerbsleben und Ruhestand ist aus Sicht der Hessischen Landesregierung ein wichtiges Ziel, um angesichts der erfreulicherweise älter werdenden Bevölkerung und dem Fachkräftemangel das Fachwissen und den Erfahrungsschatz älterer Menschen nutzen zu können und ihnen zu ermöglichen, ihren Ruhestand weitgehend selbstverantwortlich gestalten zu können. Bereits mit dem 2017 in Kraft getretenen Flexirentengesetz auf Bundesebene wurden für Seniorinnen und Senioren neue Möglichkeiten geschaffen, neben dem Rentenbezug durch eine Erwerbstätigkeit zusätzliche Einkünfte zu erzielen. Seither bleiben einheitlich bei allen vorgezogenen Altersrenten Einkünfte bis zu einem Jahresbetrag von 6.300 Euro anrechnungsfrei. Einkünfte, die diese Grenze überschreiten, werden pauschal zu 40% bis zum Erreichen des Hinzuverdienstdeckels auf die laufende Rente angerechnet, oberhalb dieses Deckels zu 100%. Ab dem Erreichen der Regelaltersgrenze werden Einkünfte aus der Erwerbstätigkeit grundsätzlich nicht mehr auf die Rente angerechnet. Dann kann bereits heute unbegrenzt hinzuverdient werden. Durch freiwillige Weiterzahlung der Rentenversicherungsbeiträge während des Zuverdienstes oder einen hinausgeschobenen Renteneintritt kann dabei auch die Rentenhöhe nicht unerheblich aufgestockt werden.
Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine Zusatzfrage der Kollegin Geis. Bitte schön, Frau Kollegin Geis, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die Information, Herr Minister. Dann würde mich noch die Frage interessieren, wie hoch der Deckel ist. Herr Minister. Ich bildete mir ein, das gerade gesagt zu haben, aber ich suche noch einmal. Der Bezug anrechnungsfreier kalenderjährlicher Hinzuverdienst bis zu 6.300 Euro. Das sind 14 mal 450 Euro. Daraus ergibt sich die Summe. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Zusatz? Ja, bitte, Kollege. Jetzt muss ich, der Kollege Warnecke, bitte schön. Sehr geehrter Staatsminister, Sie haben jetzt diejenigen angesprochen, die als Rentnerinnen und Rentner Seniorinnen und Senioren sind. Wie verhält es denn für diejenigen, die im Grunde genommen eine Grundsicherung bekommen? In der Tat haben wir jetzt zunächst die angesprochen, die vom Bundesgesetz erfasst sind. Andere können wir ja auch nicht adressieren. Insofern, alles, was ich gesagt habe, bezog sich auf Rentnerinnen und Rentner. Die Hinzuverdienstmöglichkeiten für Menschen, die in Grundsicherung sind, sind ja im Bundesgesetz entsprechend geregelt. Weitere Zusatzfragen? Bitte schön, Herr Kollege Kummer. Ja, Herr Minister, es gibt gerade noch einmal eine Nachfrage wegen dieses Deckels. Sie sagten eben, der läge bei 6.300 Euro. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war das aber der Betrag, ab dem beim Hinzuverdienst gekürzt wird. Und Sie sprachen dann anschließend vorhin davon, dass danach noch einmal hinzuverdient werden kann, bis zur Erreichung eines Deckels, also eines absoluten Höchstbetrags. Und das war die Frage, wie hoch ist denn dieser absolute Höchstbetrag? Herr Minister Klose. Also bevor ich mich jetzt möglicherweise durch das schnelle Suchen in Details verliere, Herr Kummer, reiche ich Ihnen diese Zahl gerne nach. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Dann rufe ich auf die Frage 42 des Abgeordneten Janke Pürsün, Freie Demokraten. Jetzt versuchen wir es mal mit dem neuen Mikrofon. Bitte schön, Herr Pürsün. Ja, die höchste Digitalisierungskompetenz befindet sich hinter diesem Mikrofon. Jetzt funktioniert es. Ich frage die Landesregierung, aus welchem Grund wurde die für den 11. März 2019 angesetzte Sitzung des gemeinsamen Landesgremiums nach § 90a SGB V abgesagt? Herzlichen Dank. Es antwortet der Minister für Soziales und Integration, Herr Klose, bitte schön. Sehr geehrter Herr Pürsün, der Termin für die 9. Sitzung des gemeinsamen Landesgremiums musste aufgrund einer Terminkollision abgesagt werden. Diese Absage habe ich sehr bedauert. Es wird aber unverändert, wie in den vergangenen Jahren, mindestens 2 Sitzungen des gemeinsamen Landesgremiums in 2019 geben. Diese Termine für die beiden Sitzungen im Jahr 2019 stehen inzwischen auch fest. So wird die 9. Sitzung des gemeinsamen Landesgremiums am 6. Mai stattfinden. Darüber wurden die Mitglieder des Landesgremiums auch selbstverständlich bereits vorab informiert. Zusatzfragen sehe ich keine. Dann bitte, Kollege Pürsün. Welche Bedeutung soll aus Sicht der Landesregierung das Gremium zukünftig haben? Herr Minister. Die Bedeutung des Gremiums ist natürlich die gleiche wie bisher. Dieses gemeinsame Landesgremium spricht Empfehlungen zu sektorenübergreifenden Versorgungsfragen auf der Grundlage des Hessischen Gesetzes zur Bildung eines solchen Landesgremiums nach 90a SGB V aus. In der Regel finden die Sitzungen zweimal im Jahr unter Vorsitz des Ministers statt. Und wir finden dort eine stärkere Vernetzung an den Schnittstellen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung sowie einer verstärkten Patientenorientierung. Genau, das bleibt in der Bedeutung insofern so, wie es das bisher auch war und wie es auch das Gesetz vorsieht. Herzlichen Dank, Herr Minister. Eine weitere Zusatzfrage hat die Kollegin Dr. Sommer. Ja, vielen Dank. Ich hätte auch noch eine Nachfrage. Sie haben ja schon gerade die wichtigen Themen genannt, die das Landesgremium § 90a bewältigen muss. Inwiefern ist denn zukünftig geplant, dass dass über die Tätigkeiten und auch über die Empfehlungen, die dieses Landesgremium ausspricht, berichtet wird?
Also wie finden die in der politischen Arbeit dann Geltung? Herzlichen Dank. Es antwortet Sozialminister. Bitte schön. Ihrer Frage entnehme ich jetzt, Frau Dr. Sommer, dass das bisher kein Gegenstand von Berichten war. Wenn das gewünscht ist, werde ich die Frage gerne mitnehmen, ob es möglich ist, über die Sitzungen dieses Gremiums zu berichten oder ob da irgendetwas dagegen spricht. Wie gesagt, nehme ich gerne auf. Herzlichen Dank, Herr Minister. Jetzt hat die letzte weitere Möglichkeit der Kollege Pürsün. Bitte schön. Herr Minister, könnten Sie noch einmal genauer darlegen, welche Themen zwischen dem Gremium nach § 90a und welche Themen im Hessischen Pakt 3.0 behandelt werden, also wie da die Aufteilung sein soll? Herr Minister. Ja, das gemeinsame Landesgremium nach § 90a ist ja ein gesetzlich vorgegebenes Gremium, wo es um die Themen geht, die ich vorhin schon genannt habe. Im Gesundheitspakt 3.0 sind wir insgesamt ein wenig breiter aufgestellt, was die Gesundheitsversorgung in Hessen angeht und natürlich auch ein bisschen weniger formell unterwegs, als das in dem Gremium nach dem Gesetz der Fall ist. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Vielleicht noch einmal zur Funktionsweise dieser wunderbaren Anlage. Wenn Sie während der Antwort merken, dass Sie eine Nachfrage haben, können Sie einfach drücken auf Ihre Knöpfe. Das geht dann nicht automatisch an. Also man hört dann nicht, dass Sie gedrückt haben oder dass Sie sprechen. Und ich habe hier Nummern. Sie zeigen mir, wer als Erster gedrückt hat. Das macht das ganze Verfahren sehr viel einfacher. Das ist ganz toll hier. Also die Anlage ist sehr ausgereift. Kann ich nur weiterempfehlen, wenn man die zu Hause mal ausprobieren möchte, vielleicht für die familiären Zwecke. So. Damit haben wir allerdings, glaube ich, die Fragerunde für die Frage, welche war es denn? 42, wo waren wir? Ja, ja. 42 erschöpft und wir kommen zur Frage, machen einen großen Sprung, kommen zur Frage 45, aber die stellt auch der Kollege Pürsün. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wann wird über den Antrag der Technischen Hochschule Mittelhessen entschieden, die mit unterstützender Förderung durch das Hessische Sozialministerium eine digitale Anwendung in Form einer App zur Reduzierung von Wartezeiten in der Arztpraxis entwickeln will. Das Wort hat der Sozialminister. Herr Abgeordneter Pürsün, dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration liegt derzeit diesbezüglich kein Antrag der Technischen Hochschule Mittelhessen vor. Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zur Frage 47. Das ist eine Frage des Kollegen Bauer. Für die CDU, Herr Bauer, Sie haben das Wort. Wenn Sie jetzt noch drücken, finde ich Sie auch. Jawohl. Ich frage die Landesregierung, wie viele verdachtsunabhängige Kontrollen der hessischen Polizei mit welchen Fahndungserfolgen gab es im Jahr 2018? Herr Staatsminister Beuth. Herr Abgeordneter, verdachtsunabhängige Kontrollen sind in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Bestandteil der hessischen Sicherheitsarchitektur geworden. Die sogenannte Schleierfahndung zielt auf die vorbeugende Bekämpfung der internationalen grenzüberschreitenden Kriminalität. Vor dem Hintergrund, dass Europa weiterhin unverändert im Fokus islamistischer Terroristen steht, hat diese polizeiliche Maßnahme in den vergangenen Jahren an Bedeutung zugenommen. Hessen ist durch seine zentrale Lage in Deutschland zudem für international agierende und gut vernetzte Bandenstraftäter attraktiv. Im Jahr 2018 wurden im Rahmen der Schleierfahndung über 110.000 Maßnahmen durchgeführt und dabei über 251.000 Personen und über 171.000 Fahrzeuge kontrolliert. Im Zuge dieser Kontrollen kam es zu ca. 7.500 Sicherstellungen und Beschlagnahmungen. Dabei handelt es sich in ca. 40% der Fälle um Betäubungsmittel. Über 12.000 Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Bei den über 10.000 festgestellten Tatverdächtigen lag der Anteil der Nichtdeutschen bei 51,5%. Der überwiegende Teil hiervon hatte den Wohnsitz im Inland. Um Ihnen anhand eines Beispiels unserer Fahndungserfolge zu veranschaulichen, möchte ich eine Festnahme wegen Einbruchdiebstahls erwähnen. So wurde im Rahmen meines Fahndungstags ein Fahrzeug auf einer Rastanlage im Südhessischen kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Kofferraums konnte hochwertiges zahnmedizinisches Gerät aufgefunden werden. Dieses konnte im Nachgang einem Einbruchdiebstahl in einer Zahnarztpraxis mit einer Schadenshöhe von insgesamt ca. 130.000 Euro zugeordnet werden. Die beiden Täter wurden festgenommen. Dererlei Beispiele
gibt es aufgrund dieser Maßnahme viele. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Nachfragen? Doch, Kollege Bauer, bitte schön. Herr Minister, teilen Sie die Auffassung, dass dieses wichtige Instrument zur polizeilichen Arbeit bestenfalls bundesweit ermöglicht werden sollte, damit alle Polizeien diese Maßnahmen durchführen können? Herr Minister. Herr Abgeordneter, das ist natürlich eine Frage des Hessischen Sicherheitsgesetzes, zunächst einmal, für das wir die Verantwortung im HSOG treffen. Es ist aufgrund der Erfolge dieses polizeilichen Werkzeugs natürlich wünschenswert, dass es in anderen Bundesländern ebenfalls zur Verfügung steht, wie das heute auch schon in manchen oder in vielen Bundesländern der Fall ist. Darüber hinaus finde ich die Diskussion notwendig darüber, ob der Bundespolizei nicht auch entsprechende Möglichkeiten in bestimmten Bereichen zur Verfügung gestellt werden müssen. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir. Oh, der Kollege Garf. Kollege Garf, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, ich blinke. Ich habe geblinkt. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister, Sie sprachen die Bundespolizei gerade an und haben davon gesprochen, in bestimmten Bereichen. Ich würde gerne mal die Bereiche, die Ihnen da vorschweben, jetzt gerne wissen. Herr Minister, Sie haben das. Wir sind bei der Bundespolizei ja auf die Bereiche rund um, also an den Grenzen sozusagen in einer gewissen Form beschränkt. Ich kann mir vorstellen, dass wir das entsprechend ausweiten können. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen gibt es nicht. Damit kommen wir zu den neuen Eingängen. Und ich rufe auf die Frage 49 der Kollegin Geis. Bitte schön, Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Ich frage die Landesregierung, wann wurden die letzten Steuerschätzungen für die zu erwartenden kommunalen Einkommensteuererträge in 2018 an die Kommunen verschickt bzw. veröffentlicht? Herr Finanzminister, bitte schön. Frau Abgeordnete Geis, die hessischen Kommunen werden regelmäßig im Rahmen der sogenannten Orientierungsdaten über die nach den aktuellen Steuerschätzungen zu erwartenden Steuereinnahmen für den Finanzplanungszeitraum unterrichtet. Die aktuellen Orientierungsdaten für die Haushalte 2019 bis 2022 wurden vom zuständigen Innenministerium am 13. September letzten Jahres veröffentlicht. Für die hessischen Kommunen wird, wenn Sie nachschauen wollen, in der Tabelle auf Seite 7 des Erlasses, ein geschätzter Wert von 3,56 Milliarden Euro als Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, veranlagter Einkommensteuer und Zinsabschlag für das Jahr 2018 ausgewiesen. Dieser Schätzwert basiert auf dem Ergebnis der Maisteuerschätzung 2018 und der Regionalisierung durch Baden-Württemberg. Wenn Sie einen Blick auf das Ist-Ergebnis für das Jahr 2018 werfen, dann liegt das Kassen-Ist für das Jahr 2018 in dieser Steuerart bei 3,53 Milliarden Euro, sodass der Schätzwert nahezu 100% identisch ist mit dem Kassen-Ist, das sich am Ende eingestellt hat. Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zur Frage Nummer 50 der Kollegin Löber. Bitte, Frau Löber, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, welche Erfahrungen wurden durch die baubiologische Siedlung in Gladenbach-Friebertshausen gewonnen? Frau Staatsministerin Hinz. Frau Abgeordnete Löber, ausweislich des Internetauftritts Friebertshausen.de handelt es sich bei der Friebertshauser Ökosiedlung um eine ökologisch orientierte Neubausiedlung, die teilweise in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet wurde. Darüber hinaus liegen den einschlägigen Ressorts der Landesregierung keine weiteren Informationen von Erfahrungswerten vor. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zur Frage 51. Es gab eine Zusatzfrage. Und dann gebe ich Ihnen solche Ratschläge und gucke nicht auf den Monitor. Also das ist also auch unverzeihlich. Ich bitte sehr um Verzeihung. Bitte schön, Frau Kollegin. Ja, es wurde ja das Büro für Kommunale und Regionalplanung Aachen mit der Beobachtung und Auswertung des Verfahrens beauftragt, um eben Erfahrungen auf andere Siedlungen übertragen zu können. Ist aus dieser Beobachtung und Auswertung kein Bericht oder Ähnliches entstanden? Frau Ministerin. Frau Abgeordnete,
Diese Idee für eine solche Ökosiedlung ist aus einem Workshop mit dem Umweltbundesamt 1981 hervorgegangen. Und es gab anschließend eine Bundesförderung durch das Bundesprogramm experimenteller Wohnungs- und Städtebau aus diesem Programm. Und von daher müssten, wenn es denn Erfahrungen gibt, die auf Bundesebene vorhanden sein, selbst wenn es auf hessischer Ebene Erfahrungsberichte gab, sind jedenfalls die Aufbewahrungsfristen bereits beendet und das wird dann nicht weiter aufgehoben. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Nein, hier leuchtet noch irgendwas als System. Ist vielleicht doch nicht so für zu Hause zu empfehlen. Ich setze das mal zurück. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Aber dafür haben Sie schon gedrückt. Ach Gott, ich. Sehen Sie, wollen Sie noch mal? Wollen Sie noch mal? Ja, bitte. Vielleicht sollte man doch zu dem Verfahren Ihres Vorgängers übergehen, der immer wollte, dass man sich meldet. Aber das müssen Sie für sich dann irgendwann mal überlegen. Da Sie die Aufbewahrungsfristen angesprochen haben, also die Bauzeit war ja nicht nur in den 80er Jahren, welche Aufbewahrungsfristen der Unterlagen gab es denn aus Ihrer Sicht dafür? Frau Ministerin. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob es diesen Wettbewerb mit den bzw. diese Ausführungsempfehlungen vom Arbeitskreis Humanökologie Aachen auf Landesebene gab. Wir haben jedenfalls alle Ressorts nachgefragt, auch selber in den Akten geschaut. Bei uns findet sich nichts zu diesem Thema. Es wäre vielleicht sinnvoll, die Gemeinde anzufragen, ob die was noch in ihren alten Archiven oder Aktenbeständen hat. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Weitere Zusatzfragen gibt es nicht. Damit kommen wir im Übrigen zur Ehrenrettung des Systems. Das System funktioniert, nur der Mensch hinter der Maschine nicht. Das war das Problem. Und damit meinte ich mich, nicht Sie, Frau Kollegin. Also kommen wir zu Frage 50, ebenfalls der 51. Das bringt mich ja alles. Sind wir 51 oder wo sind wir jetzt? 51. Ah, ja, ja. Wird höchste Zeit, dass wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Also Frage 51, Kollegin Löber, SPD. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, ich frage die Landesregierung, welche Aufgaben sieht sie für das Land Hessen aufgrund der Harmonisierung der Funkfrequenzen im Frequenzbereich 3,4 bis 3,8 GHz bzw. 3,6 bis zum 31. Dezember 2020, um den Einsatz von 5G in Hessen zu fördern? Frau Ministerin Sinemus, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete Löber, am 24. Januar 2019 hat die Europäische Kommission entschieden, den von Ihnen genannten Frequenzbereich europaweit bis zum 31. Dezember 2020 zu harmonisieren. Daraus folgt, dass alle Länder der Europäischen Union den gleichen Frequenzbereich nutzen, um die Kompatibilität europaweit sicherzustellen. Für das Land Hessen ergeben sich aus der Harmonisierung der Frequenzen im Bereich 3,4 GHz bis 3,8 GHz keine weiteren Aufgaben, da Deutschland als Vorreiter für die Bereitstellung dieser Frequenzen bereits vor der EU-Entscheidung entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen hat. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht und ich schlage Ihnen vor, dass wir dann auch jetzt Schluss machen mit der Fragestunde und kommen zum Tagesordnungspunkt. Ja, es geht beim, ja, es ist ein bisschen, es geht ja beim nächsten Mal weiter. Sie können das, ist ja alles, geht immer weiter.